So, hallo meine Freunde. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Am wunderschönen Sonntag, 31. März ist heute. Hier oberhalb vom Bodensee. Und ich werde euch heute mal zeigen, wie ich mir das gedacht habe mit meiner Elektrostromversorgung in meinem Mikrocamper hier. Und zwar werde ich jetzt eine Zeichnung machen von meinem Elektroplan und euch mal zeigen, wie ich mir so gedacht habe, wie es hier so aussehen soll in Zukunft. So, da werde ich jetzt mal meinen Tisch hier rausholen und mal eine Zeichnung machen, wie ich mir so gedacht habe, wie meine Stromversorgung in Zukunft aussehen soll. Also seid doch gerne dabei und los geht's. So sieht jetzt mein Plan aus, den ich jetzt gezeichnet habe. So, ich denke mal so, ich habe jetzt nichts vergessen. Genau, jetzt gehe ich mal kurz durch, wie ich es mir so gedacht habe. Und zwar fangen wir beim Solar an. Oben ist jetzt zweimal Solar mit 100 Watt. Die gehen rein in Solarregler. Ich erkläre das jetzt nur kurz in der Zusammenfassung. Im Detail wird es ein bisschen kompliziert. Aber so grob gesagt, vom Solar 2x100 Watt, die sind auf dem Dach. Von denen aus geht es in Solarregler mit einer externen Anzeige über die Ladeleistung und die Batteriespannung. Und vom Solarregler geht es weiter zu der Batterie, die geladen wird, die Zusatzbatterie. Genau. Und von der Zusatzbatterie geht nochmal weg Kabel zum Spannungswandler. Einmal mit 1000 Watt und einmal mit 600 Watt, reiner Sinus. Und von den zwei Spannungswandler, dann geht das raus zu einer Steckdosenleiste, die hier unten an der Kiste festgeschraubt wird. Von der Steckdosenleiste jeweils zwei Stecker mit 600 Watt und nochmal eine Steckdose mit 1000 Watt. Also für jeweils zwei verschiedene Spannungswandler. Und darunter ist nochmal eine Steckdosenleiste, die kommt auch nochmal hier drunter, also zweimal drei Steckdosenleisten, die vom Landstrom eingespeist wird. Vom Landstrom über FI hier eingespeist, wenn man auf dem Campingplatz steht. Hier von der Einspeisung kommt dann das Kabel, das hier, und geht dann hier zur Steckdosenleiste. Und hier ist nochmal eine Steckdose für ein externes Ladegerät. Damit kann man über Landstrom meine Batterie laden. Und zwar wird es angeschlossen über eine Steckdose in der Kiste drin und die lädt dann meine Zusatzbatterie, das Ladegerät. Ist so ein Auto-Motorrad-Batterie-Ladegerät für 230 Volt gedacht. Und hier sieht man nochmal die Starterbatterie. Und da kann man jetzt einen Spannungswandler anschließen, zusätzlich noch, wenn man keinen Landstrom hat und kein Solar. Und während der Fahrt das Ladegerät anschließen an den Spannungswandler. Und das Ladegerät lädt dann auch die Batterie, die Zusatzbatterie. Also hat man immer mindestens drei Möglichkeiten, die Zusatzbatterie zu laden. Und an der Starterbatterie werde ich zusätzlich noch während der Fahrt, das ist die dritte Möglichkeit, einen Solarregler als Laderegler für die Zusatzbatterie nutzen. Also ich werde einen Zigarettenanzünder, den Solarregler anschließen und der lädt dann während der Fahrt über den Zigarettenanzünder vom Starterbatterie die Zusatzbatterie über den Solarregler. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich mir gedacht habe. Und hier ist nochmal angeschlossen an der Zusatzbatterie ein Sicherungskasten für meine ganzen Zigarettenanzünder, die hier
auf der Seite, auf der Bedienerseite, Fahrerseite angeschlossen werden, jeweils mit noch mit Schalter für meine ganzen Verbraucher. Ja, so sieht es ungefähr aus. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Genau. Und ich hoffe mal, das klappt alles so mit dem Umbau. Und dann werde ich jetzt noch den schönen Tag hier noch genießen. Und jetzt werde ich mich verabschieden. Oh, da rennt noch ein Pferd. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.